In der Werkbiografie von Adolf Meyer wird festgestellt, dass im Baubüro alle Planungen in der Hand von Meyer lagen. Gropius dagegen kaum im Büro war, angeblich weil er nur wenig Zeit hatte. Folglich wird festgestellt, dass alle Bauten der Weimarer Zeit, die vor dem Krieg ohnehin, maßgeblich von Meyer seien, der einen überproportional starken Anteil daran hatte. Aber dann wird aus heiterem Himmel behauptet, es besteht kein Zweifel daran, dass Walter Gropius nach wie vor die wichtigsten Entscheidungen fällte. Freilich wird nicht verraten, woher diese Information stammt und wer die Zweifel zerstreute, die doch eigentlich zum wichtigsten Handwerkszeug des Wissenschaftlers gehören. Und wenn dann zwei Seiten später noch festgestellt wird, dass sich die Urheberschaft aller gemeinsamen Bauten letztlich nicht genau festmachen lässt, dann ist eigentlich nur noch ein Schluss möglich. Was nicht sein darf, kann nicht sein. Oder auch, wehret den Anfängen. Denn für eine substanzielle Urheberschaft von Gropius spricht kaum etwas. Wenn man das nämlich zu Ende denkt, könnte das über Jahrzehnte mühsam errichtete gropiusche Legendengebilde wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Auch was Lauerix betrifft, der über Meyer ins Bauhaus hineinwirkte, ist die Faktenlage eindeutig. Nicht nur, dass Marcel Breuer in einer Rede während der Bauhauswoche 1923 auf den großen Einfluss des Holländers hingewiesen hat.